So, hallo. Ich möchte diesen Part nicht aufnehmen, aber es hilft ja nichts. Wir machen weiter bei The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Und ich werde, glaube ich, auch Tränen in diesem Part gleich weinen, weil ich muss jetzt scheinbar mich mit diesem verfluchten Schattenganon anlegen. Wir haben das letzte Mal den Dekobaum gefunden. Und der Dekobaum ist befallen von Miasma. Dem geht's gar nicht gut. Und das Problem ist, wenn man im Dekobaum einem Strang nach unten folgt, in den Untergrund, tauchen dort die lustigen Hände auf und die gehen auch nicht mehr weg. Das heißt, die werden jetzt hier wohl, ja, ne? Die werden uns jetzt hier wohl beenden. Schauen wir mal, was passiert. Ich bin gespannt. Vor allem weiß ich halt nicht, hier ist so wenig Platz. Wie soll man denn hier vernünftig kämpfen? Also. Real Talk. Wie soll ich hier vernünftig kämpfen? So, erst ist down. Okay, jetzt haben sie die anderen gepackt. Das ist natürlich ganz gut, wenn die das stattdessen tanken. Sehr gut. Das war nicht so gut. Das war wieder ich jetzt. Ja, aber ich habe halt keinen Platz jetzt auch hier mehr vernünftig auszuweichen. Ja, yikes. Yikes. Aber vielleicht habe ich auch Glück und nach denen kommt nichts mehr. Und es sind hier nur die Hände, um die man sich kümmern muss. Wie soll ich denn das machen? Grrr. Mein Gott. Wie sieht's denn kleidungstechnisch aus? Ja, ich trage halt gerade, ja doch, also dass ich das Angriffszeug trage, ist eigentlich nicht verkehrt, ne? Ich habe kurz überlegt, ob ich den hier anziehen soll, aber dann ist mein Angriff plus weg. Okay, nächste Hand ist down. Next Hand ist down. So, kommt jetzt Schatten Ganondorf? Ja, Phantom Ganon. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay, ich muss mal gerade meine Miasma-Herzen heilen. Das müsste ich ja doch irgendwie. Ja, hier, okay. Dieses Essen brauche ich. Ich brauche dieses Essen mit diesem Stern. Das brauche ich, dann kann ich die Miasma-Herzen heilen. Dann einmal hier, zack. Habe ich davon noch mehr? Nö. Schlecht. Dann kann ich nämlich nicht mal. Ja, doch, ach doch, ich kann. Okay, doch, ich kann. Notfalls kann ich das so aufbauen. Okay. Alles klar. Dann gibt es jetzt nochmal Angriffsessen. So. Und dann stürzen wir uns mal in die Schlacht, würde ich sagen. Na? Dann stürzen wir uns mal in die Schlacht. Ich bin sehr, sehr, ihr merkt es. Ich bin noch nicht so überzeugt davon, das jetzt hier zu starten, aber ich hab nichts anderes. Nee, wir gehen rein. Wir gehen rein. Die starke Waffe habe ich ausgerüstet. Wir gucken, was passiert. Okay, der macht weiter Miasma Scheiße. Bruder! Okay, wir machen aber gut Schaden. Wir machen richtig gut Schaden. Er allerdings auch.
Okay, wir machen böse Schaden. Holy shit, machen wir gut Schaden. Ja! Optimal. Rein da. Oh mein Gott, ja. Oh, das läuft, das läuft, das läuft. Ja, so nicht. Aber es läuft trotzdem. Ja, das war's. Wir haben ihn. Let's go. Ich werde nicht weinen mit dem Part. Machen Abflug. Phantom Ganon. Oh mein Gott, yes. Ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt. Aber durch das Angriffsessen hat es wahrscheinlich ordentlich was gebracht. Und die Angriffskleidung. Geil. Okay, das bedeutet aber auch, dass wir ihn zukünftig auch an der Oberwelt herausfordern können. Ich habe mich ja bisher immer geweigert. Wir können ihn herausfordern. Sehr geil. Bruder. Holy moly. Sehr nice. Danke, dass du dieses Ding besiegt hast. Der Dekobomb wartet auch schon im Wald der Crocs auf dich. Yes. Ja, dann geht's wohl wieder nach oben, ne? Ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwas großartig machen kann. Ich denke mal, wir können uns nur noch hochporten. Ich will nur kurz gucken, nicht, dass ich irgendwas übersehe, dass hier noch irgendwas versteckt ist oder so, aber nee. Nee. Dann porten wir uns zurück. Und freuen uns, dass wir es geschafft haben. Nice. Sehr nice. Ich hätte das nicht erwartet, dass das so smooth läuft. Wirklich nicht. Sehr geil. Oh lol, jetzt ist er auch wieder hier. Jetzt ist er nicht mehr bei Dings. Okay. Auch gut zu wissen. Ich will es wissen. Ich will es sehen. Werteheld, dank dir ist der Walter der Crocs wieder früher. Hast du kurz Zeit, Werteheld? Ich würde gerne um einen Gefallen bitten. Okay, vielleicht. Großen Wirbel gesehen. Ein Ort mit... Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe aber kein Foto davon. Also will jetzt nur den Fotodings sehen? Ja, okay, also kriegen wir hin. Foto davon machen und dann wieder hierher. Das ist zum Glück ja sofort hier. Also ich muss ja nur ein Foto machen und dann wieder hierher. Das ist ja voll okay. Machst du den Preis jetzt günstiger dafür, dass wir, hier den Wald gerettet haben? Ja, böser Nebel ist weg, war ich. Wie wär's, wenn du dafür den Preis senkst? Schade. Okay. Also er ist leider nicht nützlich für mich. So. Von wo aus kann ich denn mit dir reden, Kollege? Wo muss ich denn hochklettern, um mit dir zu reden? Hui, ich bin immer noch ein bisschen durch den Wind. Oh, du, was machst du denn hier? Ach ja, ich erinnere mich, das war ein seltsames Ereignis. Der Dekobomb war plötzlich ganz träge und ein mysteriöser Nebel kam aus seinem Mund. Und dann wurden auch die Crocs im Wald ganz plötzlich seltsam. Ich habe die Monster ganz allein bekämpft, eins nach dem anderen. Entschuldige, das war gelogen. Ich konnte mich auch plötzlich nicht mehr bewegen und erinnere mich an nichts. Das geschah so plötzlich, dass auch die anderen Crocs sich wahrscheinlich an nichts mehr erinnern. Aber dank dir sind alle wieder normal. Vielen Dank. Ich bin mir sicher, der Dekobomb will sich auch bei dir bedanken. Wie jeder weiß, ist der große Geistesfall dieser Crocs. Wenn du die Wurzel dort hinter mir hochkletterst, kannst du mit dem Dekobomb sprechen. Ah, okay. Gut zu wissen. Ja, einige von euch haben Sorgen. Die alle zu einem Schrein führen. Ich sehe das schon kommen. Folge Lichtern wie diesem dort. Ja, klar. Ja. Machen wir, weil es alles ein Schrein-Quest ist. Ah, hier kann ich mit ihm quatschen. Ah, okay. Let's go.
Ah, oh, wer ist dort? Verzeih mich, hat wohl gerade einen bösen Traum. Bist du es, der diese schändliche Macht zurückgeschlagen hat, die sich in mir eingenistet hatte? Da hast du mir einen großen Dienst erwiesen, denn nur durch dich habe ich mein Bewusstsein zurückerlangt. Ich danke dir. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ist es dir wohl ergangen? Das letzte Mal sahen wir uns. Wann war es? Ach ja, als du mit der Hohepriesterin zu mir kamst, um das Masterschwert zu holen. Erinnerung. Ah, ich grüße euch, hohe Priesterin von Hyrule und Link, Träger des Masterschwertes. Ja, ist leider ein bisschen kaputt Seine gerade. Klinge hat ihre Kraft vollständig zurückerlangt. Zieh es heraus, Link, wie du es einst tatest. Wir danken euch von Herzen, Dekobaum. Ihr braucht mir nicht zu danken. Ich habe keinen Beitrag dazu geleistet. Das stimmt. Es heilt sich ganz von selbst, auch wenn es noch so schwer beschädigt ist. Es braucht nur etwas Zeit. Dann bleibt keine Schramme zurück. Es vermag sogar noch mehr. Seine Macht vergrößert sich noch, wenn es von einer geheiligten Kraft durchflossen wird. Und je stärker jene Kraft ist, desto stärker wird das Schwert. Diese Klinge soll einst von Göttinnenhand erschaffen worden sein. So erklärt sich dieses Wunder. Das heißt, es kann noch stärker werden? Das Masterschwert. Ja. Gerade haben wir gar nichts mehr davon. Doch ich sehe, du führst das Schwert nicht mehr mit dir. Sag mir, was ist mit dem Masterschwert geschehen? Wie? Du weißt selbst nicht, wo sich das Masterschwert zurzeit befindet? Ich verstehe, doch wisse, das Masterschwert wurde nicht zerstört. Nein, ich kann seine Präsenz noch immer spüren. What? Okay. Da drüben. Okay. Sehr interessant. Okay, das macht's jetzt noch spannender. Hoch oben im Himmel, dort spüre ich ganz deutlich die Präsenz. Ach, im Himmel oben, okay. Doch was ist das? Das Masterschwert scheint sich zu bewegen. Oh, okay, was? Es wird nicht einfach sein, diesen Ort zu erreichen, aber du musst es versuchen. Das Masterschwert wartet gewiss dort auf dich. Okay. Ich habe ja gehofft, dass wir hier das Masterschwert wieder bekommen. Aber wir bekommen hier immer einen Hinweis auf das Masterschwert. Das ist ja auch schon mal was. Krass. So, jetzt muss ich Folgendes in Erfahrung bringen. Hat der da oben auch wieder eine Quest? Du erlaubst, dass ich mal gerade an dir hochklettere, ne? Ja, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. Kommen auf jeden Fall schon mal bis hierhin. Wir kommen auf jeden Fall schon mal bis hierhin. Okay. Aber ich darf nicht. Ich hab. Oh, wobei? Bekomme ich hier einen Port? Nee, schade. Dann klettern wir weiter. Wenn ich keinen Port bekomme. Dann würde ich nämlich. Wenn es da oben jetzt keinen Schrein gibt, was es ja ziemlich sicher nicht gibt. Dann würde ich nämlich jetzt da oben einen Teleportpunkt setzen. Falls da was Wichtiges ist. In Breath. In BOTW, ne? Also war da halt was definitiv Wichtiges. Und zwar war da,
so ein Typ, der immer wieder neue Items haben wollte, die man halt finden musste. Oh shit. Das war jetzt nicht so ganz die Richtung, die ich gehen wollte. Aber so komme ich immerhin gleich oben aus. Ja, hier ist der Typ wieder. Willst du wieder Sachen sehen? Ob alles gut versteckt ist, perfekt und unauffindbar? Was sehe ich, wenn das nicht der große Herr Held ist? Ich verrate dir was Tolles. Ich wollte hier eine tolle Schatzjagd veranstalten. Alle dürfen mitmachen. Ich verstecke Sachen am Dekubaum. Okay. Die Leutchen von hier kann ich nicht so einfach fragen. Das wäre mir eine Riesenhilfe. Die ersten beiden Schätze, die ich versteckt habe, sind eine Waldlanze und ein Waldschwert. Ihre Verstecke sind beide höher als das Gesicht des Dekubaums. Versuch mal, sie zu finden. Okay, ich muss sie beide auf einmal zurückbringen. Ja, und da haben wir jetzt nämlich schon den Grund, warum ich hier oben den Teleport setzen werde. Warum ich hier einen Teleport setzen werde? Okay, danke. Auf Wasser durfte ich scheinbar nicht, okay. Kann ich akzeptieren. So. Sie sind höher als das Gesicht des Dekubaums. Jetzt muss ich aber aufpassen, weil ich darf ja nicht aus dem Wald rauslaufen. Aber der kann ja überall was verstecken. Ach du Scheiße. Will ich das jetzt machen? Und wie versteckt er das? In Truhen oder? Da steckt er das einfach nur in den Dekubaum rein. Aber ich glaube, jetzt bin ich schon unterhalb des Gesichts, ne? Ja, jetzt bin ich unterhalb des Gesichts auf jeden Fall. Jetzt bin ich nämlich ganz unten. Okay, wir merken uns das mal. Das soll der mal wann anders gefunden bekommen. So, mich würde jetzt noch interessieren, die restlichen Schreine hier, die wahrscheinlich so eigene Quests sind. Aber mich würde auch interessieren, was das jetzt mit dem Wald war. Also darf ich jetzt in den Wald raus oder nicht? Oder doch oder nicht? Dieser Baum ist etwas Besonderes. Ich habe es so eingerichtet, dass man den Wald verlässt, wenn man in seinen Mund steigt. Hihi. What? Sick. Okay, und jetzt darf ich aber trotzdem auf... Darf ich auf die Art und Weise jetzt hier rein, oder nicht? Oh, Bruder. Also es gibt nach wie vor von hier aus keinen richtigen Weg da rein. Sehe ich das jetzt richtig? Ich komme ein bisschen weiter als vorher, aber weiter darf ich trotzdem nicht rein. Ah, okay, es gibt scheinbar einen Weg, den man ablaufen kann. Okay, wenn man so ein bisschen diesen Steinen hier folgt. Ja, okay, also es sieht schon wie ein Weg aus. Das war falsch.
Okay. Okay, also man kann einen gewissen Weg laufen. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. So, also soweit war es in Ordnung. Ergibt auch alles noch Sinn. So, aber jetzt? Einfach nur geradeaus ist wahrscheinlich auch falsch, oder? Nee. Doch. Okay, eine Zeit lang war es okay. Ich meine, ich kann mich wieder reinporten, ich weiß das, ne? Keine Sorge. Ich denke, nicht, dass ihr denkt, ich denke, ich komme nicht mehr in den Wald. Ich weiß, dass ich mich reinporten kann. Deswegen habe ich den Schrein ja ausgelöst. Mich interessiert ja nur. Ja, ne, jetzt. Okay, ich konnte es wieder stoppen. Mich interessiert ja nur, wie der gedachte Weg ist. So auch nicht. Also, geradeaus konnte ich vorher noch laufen. Das hat er mir noch erlaubt. Na, da bin ich von hier aus. Bin ich so ein bisschen geradeaus weitergelaufen. Hier hat er angefangen zu meckern. Genau da. Aber woher weiß ich jetzt, wie ich laufen muss? Okay, das ist scheinbar richtig. Jetzt nicht mehr. Kann ich dem Fuchs nachlaufen? Nein? Scheiße. Okay, also es gibt irgendeinen Weg, den ich laufen kann, aber ich... verstehe noch nicht so ganz, wie ich den erkennen kann. So, weil hier muss ich jetzt nach da. In BOTW war es auch... Oh, shit. In BOTW war es auch mal so ein bisschen die Richtung, in die der Wind immer gezeigt hat. Ja, okay, es ist der Wind wieder. Alles klar, verstanden. Immer noch die Richtung. Jetzt die Richtung. Okay, jetzt habe ich es raus. Die Richtung bleibt. Jetzt die Richtung. Da was drin? Nee, oder? Nee, jetzt geht's in die Richtung. Immer noch. Immer noch. Immer noch.
Immer noch. Jetzt geht's in die Richtung. Immer noch. Okay, da ist nix. Okay, jetzt geht's in die Richtung. Stopp, was? Wohin? In die Richtung, okay. Oh, ich glaube, wir sind hier. Ah, wir sind da. Okay. Das heißt, ich habe jetzt auch den normalen Weg einmal gefunden. Den werde ich zwar nie wieder gehen, aber jetzt haben wir den einmal gemacht. Weil, warum sollte man diesen Weg wählen, wenn man sich auch einfach reinporten kann? Ne? So. Wäre jetzt natürlich total interessant zu wissen, ob man das auch hätte machen können, während es hier so kaputt alles war. Ob das trotzdem gegangen wäre, ne? Das wäre interessant. Weil ich habe es ja nicht so gemacht. So, was ist hier drin? Hier drin ist doch bestimmt auch eine Quest. Oh, ich will gar nichts kaufen. Ich will gar nichts kaufen. Das ist ein Shop jetzt hier. Ja, nee. Nee, hier wollen wir nicht mehr runter. Ist jetzt hier nur noch Shop hier drin? Okay. Ja, dann tschüss. Einfach Laden aufgemacht im Dekobaum. Okay, dann folgen wir mal den Leuchtblumen. Wie es so schön hieß, um zu einem von den anderen Crocs zu kommen. Aber das sind halt wieder diese drei Wege, die außen rum führen. Wahrscheinlich muss man wieder so Quests machen. Du kannst noch nicht weiter. Du bist ein Lianer und kein Croc, dann gibt es auch keinen Grund, dich aufzuhalten. Eine Sache wäre allerdings, die mir schon länger Kopfzerbrechen bereitet. Im Wald des Crocs... Ja. Ja. Horden von Monstern heraus. Oha. Okay. Die Blumen markieren den Weg und sollen verhindern, dass du dich verläufst. Auf keinen Fall pflücken. Alles klar. Es ist halt die Frage, muss ich da jetzt wirklich oder kann ich einfach durchrennen? Weil ich jetzt eigentlich keine Lust auf große Kämpfe hier habe. Na gut, Lust ist das falsche Wort. Wenn es nicht sein muss, kostet es halt nur unnötig. Ah, hier ist das Ding. Okay. So, da haben wir schon mal den Port hier hin. Und wo ist der Kristall? Einfach hier. Ja gut, das ist ja jetzt nicht das Problem. Das ist ein Ivarok. Das ist ein Ivarok.
Dann greife ich jetzt praktisch den Kristall an. Okay. Alles klar. Ja, das ist jetzt aber schade. Mist. Und tschüss. Easy going. So. Dann haben wir wieder was Schönes zum Synthetisieren. Haben wir überhaupt was zum Synthetisieren? Die Eisen, der Eisenholzast lässt sich nochmal synthetisieren, ne? Ja, rein da. So. Dann ist das aber hoffentlich auch nur ein Belohnungsschrein. Dann ist das hoffentlich nur noch ein Belohnungsschrein. Na, das hat ja gut funktioniert. So. Wunderbar. Klasse, du hast dafür gesorgt, dass ich wieder herkommen konnte. Um ehrlich zu sein, ich bin dir heimlich gefolgt. Ich hatte etwas Angst vor Monster, aber dank dir war das letztendlich kein Problem. Irgendwie sah das hier noch vorher anders aus. Wer hat denn den riesigen Fels weggeräumt? Seltsam. Ja, ja. So, gib mir Belohnung. Gib mir Belohnung. Sehr gut. Nice. Boah, wir könnten so viel Geld haben mit den ganzen Sachen, die wir, ne? Also, wir könnten so viel Zeug verkaufen. Das ist so krass. Also, Geldsorgen haben wir eigentlich keine mehr jetzt. So, und damit haben wir auch keine Herzsorgen mehr. Sehr, sehr schön. Okay. So, dann wieder zurück. Das war im Übrigen Absicht. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht beim Schrein wieder raus, sondern am Anfang vom Wald. Ich komme beim Schrein raus, na, großartig. Okay, wie finde ich jetzt den Weg zurück? Oh. Ich könnte mich porten. Ich weiß. Ja, dann folgen wir den Blümchen nochmal. Hä? Was ist jetzt los? Es geht gar nichts mehr. Er ersetzt mich so, dass geradeauslaufen nicht richtig ist. Auch cool. Auch cool. Okay, also in der Richtung ist der Schrein. So, in der Richtung waren die Blumen. Okay, da waren die Blumen. Okay, und was jetzt ganz cool ist, die Monster sind auch wieder da. Also wenn man mal ganz schnell so ein paar Monstergegenstände braucht... Hier kriegt man recht viele von den Hörnern und so zusammen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Nein! Wir waren doch gerade wieder zurück. Irgendwo bin ich jetzt falsch abgebogen am Ende. Ah. Ach, hä? Thank you.
Alarm. Ja, hier kommen wir wieder zurück. Sehr gut. Okay. Dann können wir jetzt die anderen Sachen noch ablaufen. Mann, Mann, Mann. Ich meine, zwei Schreine müsste es jetzt noch geben, ne? Zwei müsste es jetzt noch geben, ja. Hier ist auf jeden Fall ein Weg. Aber scheinbar kein Weg für mich. Schade. Nee, kein Weg für mich. Okay. Aber jetzt. Jetzt hier lang, auf jeden Fall. Jawohl. Oh, guck mal, da ist schon das Kristallding. Wir wissen nur noch nicht, wo er hin muss. Er ist so grün, findest du nicht auch? Gib ihn mir. Du willst meinen Stein? Nix da, ich hab ihn gefunden. Ich könnte mir aber vorstellen, dir zu überlassen. Du hilfst mir einer kleinen Sache. Goldäpfel. Okay. 5 Goldäpfel. Okay, hier gibt es eine Menge Goldäpfel. Aber habe ich nicht vielleicht sogar schon 5? Ich habe schon 5, ne? Ja, perfekt. Dann nimm alle meine Goldäpfel. Und es hat sich schon wieder gelohnt, sie zu sammeln. Hervorragend. So, jetzt weiß ich nicht, wo der hin muss. Aber wir werden es rausfinden. Ich laufe einfach mal geradeaus. Vielleicht finden wir ihn dann ja so. Lass mich in Ruhe. Aua. Du zündest den kompletten Wald an. Holy shit. Oh, Bruder. So, neuer Versuch. Och, Bruder. Der Weg zu den Goldäpfeln wäre ja richtig nervig geworden. Das ist jetzt nicht so gut. Okay, ich... Frag mich jetzt erstmal. Oh nein. Blutmond. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt. Ja, halt doch die Klappe.
Ich frage mich nur gerade, ist der Schrein überhaupt da hinten? Oder bin ich jetzt voll auf dem Holzweg? Nicht, dass am Ende nur die Äpfel da hinten sind. Und der Schrein selbst ist da gar nicht. Nein, ich komme hier auch nicht hoch. Oh, ist das dumm. Und der Schrein ist dann da gar nicht. Sondern vorne. Das wäre blöd. Deswegen geht's einmal gerade hier. Einmal nach hinten fliegen und gucken. Ob da überhaupt am Ende der Schrein ist oder nur die Goldäpfel. Da sind die Goldäpfel. Das ist doch schon mal was. Da kriege ich jetzt auch alle meine Goldäpfel wieder, die ich hergegeben habe. Vor allem habe ich jetzt am Ende mehr als davor. Sehr gut. Mann, jetzt! So. Aber hier ist nämlich gar nicht der Schrein. Siehst du, dann ist er nämlich doch weiter vorne. Ja, hier ist nämlich nix. Hier ist nämlich genau gar nix. Okay. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Dann müssen wir jetzt mit dem Kristall nur den richtigen Schrein finden. Wo ist jetzt der Kristall? War der nicht hier? Habe ich den nicht hier... Okay, ich glaube, der Kristall hat sich jetzt komplett verabschiedet. Aber dann ist der bestimmt am Anfang und ich habe es nicht gesehen. Kein Kommentar. Aber so haben wir die Goldäpfel bekommen. Ist auch in Ordnung, ne? So haben wir die Goldäpfel bekommen. So. Eieiei. Und ich laufe hier schön dran vorbei. Er ist wieder typisch, ne? Er ist wieder richtig typisch. Aber macht nichts. So. Let's go. Auch du bist hoffentlich nur wieder ein Belohnungsschrein. So sieht's aus. Wunderbar. Sehr gut. Sehr gut. Immer wieder gerne die mächtigen Solanium-Schwerter. Sehr schön. Und mit dem letzten Schrein haben wir dann noch wieder 8 Stück zusammen.
So. Jetzt können wir hier wieder raus und dann den letzten Schrei noch finden. Ja, eigentlich nur noch da hinten irgendwas. Wobei, jetzt bin ich einmal rum, ne? Gibt's dann überhaupt noch einen? Aber eigentlich schon, oder? Warte mal. Ja. In der Richtung ist noch einer. Ne, den haben wir. In der Richtung ist noch einer. Der Richtung, okay. Aber das ist doch jetzt der Hauptweg, wo ich hergekommen bin. Ja, das ist auch nicht ganz richtig. Okay, alles klar. Das ist nicht ganz richtig. Noch mal eins weiter rüber. Dann ist da noch mal eine Abzweigung, die ich nicht genommen habe. Huch! Hoppala! Ah, hier. Ja, hier hoch. Hier hoch war ich noch nicht. Hier hoch war ich noch nicht. Besonderer Ort. Grüner Wirbel. Insel am Himmel. Ja, hier Karte. Ja, das hätte ich mir auch so gedacht. Ah, die Idee ist wahrscheinlich von oben nach unten zu kommen. Die Idee ist wahrscheinlich von oben nach unten zu kommen, kann das sein? Man darf hier gar nicht reinlaufen. Ah, okay, man darf hier gar nicht reinlaufen. Und da ist diese Insel. Und der Turm ist hier, na? Ah, muss man von dem Turm hier rüber, hier hin? Nee, das wäre ja auch komisch. Das kann ich mir fast nicht so kompliziert vorstellen. Aber man weiß es nicht, weil ja, viel besser wird es nicht. Ja gut, dann ist dieser Schrein halt erstmal Schrein. Gut, die Frage ist jetzt, wo saust denn das Masterschwert rum? Vorhin hat er gesagt, es ist hier. Dann hat er gesagt, nee, es bewegt sich ja. Wo ist es denn jetzt gerade? Ist es überhaupt irgendwo also blinkt überhaupt gerade irgendwo das Masterschwert rum? Ach so, es ist im Himmel. Bewegt sich ja im Himmel, stimmt. Ah ja, hier. Okay, jetzt ist es gerade dort. Wie komme ich da am schnellsten hin?
Es ist aber nicht in der Nähe von dem Turm. Turm wäre hier. Und Turm wäre hier. Dann probieren wir doch mal den Turm. Vielleicht sehen wir ja irgendwas. Vielleicht sehen wir irgendwas. Ich bin gespannt. Wie lange sind wir in der Aufnahme? 50, ne? Ah. Dann werden wir wahrscheinlich heute noch kein Masterschwert bekommen. Wie kann es denn da rumfliegen? Auf was bewegt sich dieses Ding jetzt hin und her? Ich bin echt gespannt, ob wir jetzt irgendwas sehen. Ab nach oben. Ich bin echt gespannt, ob wir jetzt irgendwas sehen. Ist es der Drache? Ist der Drache... Trägt der das Masterschwert? Das wäre ja auch interessant. Oh boy. Ich glaube, es ist der Drache. Das ist ein anderer Drache, oder? Das ist keiner von den normalen Drachen. Ja, doch, doch, doch. Das ist der Drache. Der trägt das Masterschwert. Okay. Komme ich an den Rand so? Ja, aber jetzt... Ja, das... Das ist jetzt schwierig. Das ist jetzt sehr schwierig. Toll. Toll. Okay, es ist der Drache. Und irgendwas habe ich immer abgeschossen, aber wo ist es jetzt gelandet? Ich finde es jetzt nicht, was ich ihm abgeschossen habe. Das ist irgendwo gelandet und... Nee. Keine Chance, das jetzt auf Zufall zu finden. Okay, aber das heißt, wir müssen so ein bisschen einfach gucken, wann der... Wann der passender liegt. Oh, da ist ein Krogi. Wo willst du hin? Oh, Bruder. Okay, schwierig. Passt. Passt. So, wo willst du denn hin? Ach, natürlich nach oben. Natürlich willst du nach oben. Wie soll ich dich denn jetzt da hochbekommen? Also ein Gitter ist schon mal hier. Hits.
Aber mehr als ein Gedamse nicht hingesetzt für mich, ne? Schade. Alles andere müsste ich mir selber holen. Ach, weiß ich nicht. Ich bin immer kein Fan davon, wenn man die Sachen nicht bekommt, die man gerne hätte. Hier sind halt auch nur Räder. Und so ein Steuerding. Oh lol, da liegt's. Na, dann haben wir die Weißdrachenschuppe jetzt noch gefunden. Das ist nämlich, das ist ein anderer Drache als die anderen drei. Weißdrache. Okay, der Typ trägt das Masterschwert mit sich rum. Interessant. Und jetzt ist es gerade hier. Also das ist ja direkt beim Turm. Das ist ja direkt beim Turm. Let's go. Also noch näher kann es nicht sein. Noch näher kann es nicht mehr sein. Das ist ja direkt beim Turm. Abflug. Wo ist er? Ja, perfekt. Das ist ja optimal. Besser geht's ja echt nicht mehr. Hey Kollege, du hast da was, was mir gehört. Kann ich einfach auf dem Landen eigentlich? Oder was? Oder wie? Oh mein Gott! Da ist es halt einfach wirklich. Ja, Weißdrache, gut. Und, aber ich wollte eigentlich das Master... Okay, kann ich noch nicht fotografieren. So einfach wird. Wenn deine Ausdauer nicht ausreicht, bete an einer Statue Göttin um ihren Segen. Herr, hat die nicht gereicht jetzt, oder was? Was mache ich denn falsch? Was muss ich denn drücken? Halten, greifen. Ach so, ich muss es festhalten, ich Trottel. Schon. Oh je. Scheiße. Okay, das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt schlecht. Damit habe ich nicht gerechnet, dass ich mehr Ausdauer brauche. Kann ich mit meinem Ausdauerfood was reißen? Ich habe halt leider jetzt kein Ausdauerfood, was einen gelben Kreis macht, ne? Ja, scheiße. Kann ich währenddessen Ausdauer packen? Das ist die Frage.
darf ihn nicht währenddessen aufladen. Achtung, Test. Nein, ich kann nicht los, also ich kann nicht stoppen. Ja, das ist schlecht, dann brauchst du jetzt nicht weiter probieren. Dann brauche ich mehr Ausdauer. Ja. Okay, dann nehmen wir aber noch eine Schuppe immerhin mit. Ich habe keine Pfeile. Wow, wann habe ich denn alle meine Pfeile verschossen? Ich hatte doch so viele. Say what? Okay, kann ich dann so noch was abreißen von ihm? Nee. Oh, halt! Nein, 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 nein. Weißdrachenstein. Unvorstellbar hartes Mineral gewonnen aus dem Rücken eines weißen Drachen, lässt verbundene Waffen selbst härtesteres Material durchbrechen und heilt jenen, der es führt. Yo. Davon sammeln wir doch noch ein paar mehr. Kann ich die auch fotografieren? Oh mein Gott. Vor allem heilt jenen, der es führt, klingt ja voll krass. Gut, dass ich mich nochmal umgeguckt habe hier auf dem Kollegen, ne? Voll geil. Gibt's noch mehr Weißdrachenstein hier? Nee, ne? Okay. Ja, aber dann war's das erstmal mit dem Masterschwert. Wir müssen uns heilen. Wir brauchen eine Statue. Wir brauchen mehr Ausdauer. Und dann kümmern wir uns ums Masterschwert. Danke fürs Zuschauen, aber nicht mehr in dem Part und nicht mehr in dieser Session. Ich schließe hier ab. Wir haben mehr als genug erlebt. Ich glaube, ich habe wieder 6 Stunden oder so aufgenommen. Das muss ich jetzt erstmal alles Thumbnail und so und dann hochladen und so weiter. Ist wieder eine Menge passiert. Wir sind gut vorangekommen. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.